Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Frau Ministerin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die 876 Millionen Euro Gesamtetat im Haushalt dienen mehr als 70 Prozent der Deckung von Personal- und Verwaltungskosten. Insgesamt wirkt diese knappe Milliarde im Vergleich eher unbedeutend. Der Haushalt des Justizministeriums ist jedoch ein Haushalt sui generis. Die Größe des Haushaltes und die Einflussmöglichkeiten des Ministeriums stehen in einem umgekehrten Verhältnis. Mit anderen Worten, die Einflussmöglichkeiten des Justizministeriums sind weit größer als die nackten Zahlen des Etats vermuten lassen. Kein Gesetz der anderen Ressorts kommt ins Bundesgesetzblatt ohne Prüfung durch das Bundesjustizministerium. Gesetzliche Endkontrolle sozusagen. Zusammen mit dem Initiativrecht zeigt sich daran die außergewöhnlich starke Stellung dieses klassischen Ressorts Justizministerium. Das erlegt der Behördenleitung, der Justizministerin, eine besonders hohe Verantwortung auf. Ob Sie, Frau Ministerin, dieser Verantwortung in Ihrem Interview mit dem Südwestfunk vom 31. August 2018 gerecht geworden sind, darf bezweifelt werden. Sie haben die Teilnehmer einer rechtsgerichteten Demonstration in Chemnitz scharf kritisiert. Wörtlich: Wer auf solchen Demos unterwegs ist, der muss sich das, gemeint sind Straftaten aus der Demonstration heraus, zurechnen lassen. Gestern schon hat unser Vorsitzender Dr. Alexander Gauland das Zeigen des Hitlergrußes und andere Straftaten klar verurteilt. Ich schließe mich dem an. Hat er klar verurteilt. Dumpfbacken, Ewiggestrige oder auch Provokateure sind leider mit zugange. Und wenn hier in Berlin Jusos, DGB-Jugend und Antifa gemeinsam marschieren, wollen Sie, Frau Ministerin, dann wirklich jedem Juso brennende Autos, verletzte Polizisten, geworfene Molotow-Cocktails zurechnen wegen Zusammenrottung zu einem Mob? Wie soll man bei Straftaten aus einer Demo also mit Ihrem Verdammnisurteil entgehen, das da lautet, dann ist man Teil des rechtsradikalen Mobs? 95% oder mehr rechtstreue Teilnehmer werden von Ihnen zum Mob umetikettiert. Glauben Sie damit, dem hohen Rang des Grundrechts auf Demonstrationsfreiheit gerecht zu werden? Glauben Sie, den tausenden Bürgern gerecht zu werden? Die nackte Angst treibt Sie auf die Straße. Eine Angst, die Sie als chauffierte Dienstwagennutzerin nicht nachvollziehen können. Und Wut treibt Sie auf die Straße. Die Wut über eine verfehlte Zuwanderungspolitik der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie sind Teil Ihrer Regierung. Sie tragen Mitverantwortung. Wer auch nur ein wenig Welt- und Menschenkenntnis hatte, sagte schon vor 3 Jahren Morde, Totschlag und Vergewaltigungen voraus. Wer damals warnte, wurde als Fremdenfeind, Islamophob und Rechtsradikaler oder gleich als Nazi etikettiert. Frau Ministerin, setzen Sie bitte nicht diese Diffamierungskampagne fort. Nehmen Sie die berechtigten Sorgen der Bürger ernst, auch der Bürger von Chemnitz. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Mechthild Heil, CDU-CSU-Fraktion.